Die 23-jährige Buzzara aus Immendingen in Baden-Württemberg vermisst ihren Vater, Saknarin, den sie das letzte Mal mit 6 Jahren in ihrer Heimat Thailand gesehen hat. Ich habe sie zu mir nach Köln eingeladen, denn ich will mir ihre Geschichte anhören. Hallo, Buzzara. Hallo. Na? Wie geht's dir? Gut, kalt. Komm mit rein in die Wärme, komm mit rein. Sehen Sie gleich. In Buzzaras exotischer Heimat mache ich mich auf die Suche nach dem verschollenen Vater. Ich suche diesen Mann, Saknarin. Den habe ich noch nie gesehen. Buzzara, du hast mich ja um Hilfe gebeten, um nach deinem Vater zu suchen. Mhm. Kannst du mir beschreiben, warum dir das wichtig ist, diese Suche für dich? Weil ich meinen Vater nicht so richtig kennenlernen konnte. Ja. Und ich habe einfach Sehnsucht nach ihm. Irgendwie sagen alle zu mir, ich sehe aus wie mein Vater. Ich habe auch ein Foto von ihm und das schaue ich mir sehr, sehr oft an. Und ich möchte einfach diese Beziehung haben zu meinem Vater, diese Tochter-Vater-Beziehung. Erzähl mir doch mal bitte, Buzzara, wie du aufgewachsen bist, deine Geschichte. Also ich bin in Thailand geboren, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Die Beziehung ihrer Eltern geht schon 2 Jahre nach Buzzaras Geburt zu Bruch. In der Obhut ihrer Großeltern mütterlicherseits sieht sie ihren Vater zunächst nicht mehr. Als Buzzara 6 Jahre alt ist, unternimmt ihr Vater einen Versuch, seine Tochter zu besuchen. Diese aber wird von Mutter und Großmutter schnell unterbunden. Es sollte das letzte Mal sein, dass Vater und Tochter sich sehen. Wir hatten eine schöne kurze Zeit, habe auf seinem Schoß gesessen und ich war sehr glücklich darüber, dass ich ihm nicht egal bin, dass er immer noch an mich denkt und mich eben bei sich haben wollte. Weißt du was darüber, warum es dann hinterher zum Abbruch kam, des Kontaktes? Ich weiß, dass wo er gehen wollte, hat meine Mutter noch was mit ihm gesprochen. Mhm. Weil meine Oma hat mich festgehalten. Nachdem er gegangen ist, kam sie dann wieder zurück und hat dann zu meiner Oma gesagt, jetzt kannst du sie loslassen. Aber warum der Kontakt einfach abgebrochen wurde, wollte einfach niemand mit mir darüber reden. Das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe. Ja. Mit 10 Jahren folgt Buzzara dann ihrer Mutter nach Deutschland, die sich dort mit einem deutschen Mann ein neues Leben aufbauen will. Buzzara bekommt 2008 eine kleine Halbschwester, doch sie fühlt sich in der neuen Heimat oft fremd. Wie war das für dich, hier in dieses fremde Land zu kommen mit 10 Jahren? Das war für mich ganz schrecklich. Ich konnte die Sprache nicht. Ich hatte keine Freunde mehr. Und meine Mutter hat mich einfach nicht verstanden, dass es für mich ganz fremd war alles. Mhm. Und erst nach 2 Jahren habe ich mich dann hier eingelebt. Buzzara gibt ihr Bestes, um endlich anzukommen. Doch erst als sie 2017 ihre große Liebe Yang kennenlernt, fühlt sie sich zu Hause. Das Paar heiratet im Oktober 2019 und Buzzara wird einmal mehr bewusst, wie sehr ihr Vater fehlt. Was wäre dein größter Wunsch? Jetzt, wo ich auch selber Kinder haben will, möchte ich, dass er ein Teil von mir sein kann. Weil ich habe so viel ohne ihn machen müssen,
Hochzeit, Geburtstage. Jetzt möchte ich einfach, dass er da ist für mich. Ich will auch, dass er weiß, dass er mir nicht egal ist. Dass ich nach all den Jahren immer noch, dass ich ihn lieb habe. Bozara, welche Informationen hast du für mich für die Suche nach deinem Vater? Ich weiß, dass als er mich zuletzt besucht hat, hieß es, er würde nach Bangkok gehen, um dort zu arbeiten. Weißt du, welche Arbeit er gemacht hat? Ich glaube, er hat auf der Post gearbeitet. Mhm. Ja, aber mehr weiß ich nicht. Das ist alles? Das ist alles. Ich kann dir zu dem Zeitpunkt jetzt natürlich überhaupt keine Versprechung machen. Ich weiß nur eins, ich werde nach Thailand fliegen. Ich werde nach deinem Vater suchen. Danke. Viele Informationen habe ich nicht im Gepäck, als ich mich auf den Weg nach Bangkok mache. Bozaras Vater soll unter anderem einmal Angestellter der Post gewesen sein. Außerdem trägt er auf dem Bild, das Bozara von ihrem Vater besitzt, ein Mönchsgewand. Aber wo er bei der Post war oder wo und wann er in Thailand als Mönch gelebt hat, weiß ich nicht. Ich habe Sebastian aus meinem Team als Thailand-Experten um Unterstützung gebeten und hoffe, dass er mir helfen kann. Ich bin gestern Abend hier in Bangkok gelandet und werde jetzt gleich Sebastian treffen. Der hat hier in Thailand schon vorrecherchiert und ich hoffe, dass er schon was rausfinden konnte. Vielleicht können wir gemeinsam Bozaras größten Wunsch erfüllen, ihren Vater finden. Sebastian und ich haben uns etwas abseits des Großstadttrubels in einem Café verabredet, damit wir uns in Ruhe besprechen können. So, hier Natura Garden Café. Hier sind wir verabredet. Sebastian! Hi! Hallo! Grüß dich! Na? Oh, das freut mich. Ja. Hallo! Schön, hier zu sehen. Einer meiner absoluten Lieblingskollegen. Ne? Ja. Und wir haben wieder Arbeit. Wenn wir uns sehen, haben wir immer ganz viel Arbeit. Ja, so ist das. Und hast du schon angefangen? Ja. Bist du denn mit der Info, dass er bei der Post beschäftigt war, irgendwie weitergekommen? Also ich habe bis jetzt noch nichts rausfinden können. Da läuft aktuell noch eine Anfrage und die wollten sich bei mir wieder melden. Okay. Aber ich habe eine Adresse gefunden von ihm. Okay. Kannst du mir das vielleicht mal zeigen, wo das ist? Ist das in Bangkok? Das ist noch in Bangkok. Und das ist hier in der Gegend tatsächlich nicht so weit weg. Die Gegend heißt Bangborn. Ich weiß allerdings nicht, ob der noch da wohnt. Okay. Aber wir können natürlich da mal vorbeigehen und gucken. Ne? Okay, das wäre ja schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt. Sag mal noch mal zu diesen Bildern von Sagnarin. Ich kenne ja auch diese Kutten, die sind eigentlich immer in den Farben. Man kann da jetzt wahrscheinlich nichts Spezifisches ablesen, wo der war oder so dadurch. Ne? Kann man leider nicht erkennen, nee. Okay. Ist es so, wie ich mir denke, dass er einfach für eine Zeit ins Kloster gegangen ist? Das ist hier üblich, ne? Also das ist eine alte Tradition, wo die Thais, also junge Thai-Männer, dann in ein Kloster gehen und das machen sie für ihre Familie. Und das ist eine große Ehre für die Familie. Und kann sein, dass er das auch eine Zeit lang gemacht hat, ja. Und das machen sehr viele? Das machen fast alle, ja. Okay. Warst du auch im Kloster? Ich war auch mal im Kloster, ja. Ich habe das für 2 Wochen gemacht, leider nur, weil ich mir nicht sehr lange von der Arbeit freinehmen konnte. Okay. Ja. Gut, das bringt uns nicht weiter, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, Bozaras Vater scheint gläubiger Buddhist zu sein. Ja. Das auf jeden Fall. Das stimmt. Mhm. Und wir haben eine alte Adresse und da werden wir mit unserer Suche beginnen. Ob wir Sagnarin wirklich an der alten Adresse antreffen können, wissen wir nicht. Denn die Information, die Sebastian bei diversen Ämtern recherchieren konnte, ist schon einige Jahre alt. Guck mal da vorne, das müsste die sein. Das da? Ja, guck mal, da müsste das sein. Da steht die 2 auf Thai drauf. Okay. Da vorne rechts. Ja, hier ist eine Tür. Ich klopfe da mal. Savatika. Savatika. Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Der Name ist Sagnarin. Wohnt dieser Mann hier? Tut mir leid, den Mann kenne ich nicht. Und der Name kommt Ihnen auch nicht bekannt vor?
Der Name sagt mir nichts. Und er wohnt hier auch leider nicht. Okay, ich verstehe. Kopkunka. Vielen Dank. Okay. Schau mal, da sind ja noch mehr Nachbarn. Ich frag da mal, ne? Ja. Sawatika. Entschuldigung, dass ich störe. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche diesen Mann, Saknarin. Seine Tochter aus Deutschland sucht nach ihm. Der soll hier leben oder hat hier mal gelebt. Ist der ein Mönch? Ja, der war eine Zeit lang im Kloster. Ich glaube, er ist jetzt kein Mönch mehr. Wie alt ist er? Er ist jetzt so Anfang 40. Über 40? Kennt ihr den? Nein. Okay. Oh. Tut mir leid. Okay. Trotzdem danke für die Hilfe. Kopkunka. Aber so schnell geben wir nicht auf. Wir hören uns weiter in der Nachbarschaft um. Ist da jemand? Ja. Sawatika. Ich habe ihn. Kennen Sie vielleicht diesen Mann? Saknarin ist der Name. Ist er ein Mönch? Ja, er war im Kloster, aber ich glaube nicht, dass er jetzt noch im Kloster ist. Hat er etwas gestohlen? Ah nein, um Gottes Willen. Ich komme aus Deutschland und er hat eine Tochter in Deutschland und die vermisst ihn sehr. Nie gesehen. Unsere Suche verläuft weiter ergebnislos, obwohl wir nichts unversucht lassen und mit vielen Anwohnern sprechen. Was kann das bedeuten? Entweder lebt Buzaras Vater schon länger nicht mehr hier oder er hat sich im Gegensatz zu dem alten Foto stark verändert. Wir wissen es nicht. Ich bin auf der Suche nach diesem Mann, Saknarin. Der muss hier mal gewohnt haben. Ich glaube, ich kenne diesen Mann. Sie erinnern sich an ihn. Der hat vor einiger Zeit nebenan im Eisenwarenladen gearbeitet. Frag mal dort nach ihm. Ah, im Eisenbahnladen hier auf der Straße? Ja, genau, ich bin mir sicher. Er hat ganz bestimmt in dem Eisenbahnladen gearbeitet. Oh, sehr gut. Danke für die Information. Das mache ich jetzt sofort. Kopunka. Danke. Eisenbahnladen? Er sollte doch laut Buzara Postangestellter gewesen sein. Ich bin jetzt echt gespannt, ob der Hinweis uns weiterbringt und der Mann sich richtig erinnert hat. Mhm. Ich hoffe es. Eisenbahnladen. Ja, tatsächlich, das sieht nach Eisenbahn aus. Ja. Sawatika. Sawatika. Ich komme aus Deutschland und mir wurde gesagt, dass dieser Mann hier mal gearbeitet hat, Saknarin. Saknarin. Der hat tatsächlich hier mal gearbeitet. Das ist aber schon lange her. Aber er war hier, das ist ganz, ganz sicher, ja? Das ist wichtig für mich, weil seine Tochter ihn sucht. Auf jeden Fall. Er war mal bei uns. Sehr gut. Ja. Können Sie mir sagen, wo der jetzt ist, wo er jetzt arbeitet? Nein, aber ich kann einen Angestellten fragen. Er hat damals mit Saknarin zusammengewohnt. Aber hier arbeitet er auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Ist der Mitarbeiter hier? Ja, er arbeitet noch hier und ist auch heute da. Könnte ich vielleicht mit dem Kollegen sprechen? Vielleicht kann der mir weiterhelfen. Das wäre ganz wichtig. Es ist für eine Familienzusammenführung. Ja, klar. Ich kann ihn mal herholen. Ja? Ja. Okay, ich warte. Ich komme mit. Ja, was ist denn? Sawatika. Du kannst dich bestimmt noch an Saknarin erinnern. Weißt du, wo er jetzt ist? Ich suche diesen Mann Saknarin und ihr Kollege sagt, Sie kannten ihn besser? Ja, ich kenne ihn. Ja? Der Mitarbeiter kannte Saknarin tatsächlich und kann mehr über ihn sagen. Die beiden Männer verstanden sich gut und teilten sich sogar eine Unterkunft. Aber was ist aus Buzaras Vater geworden? Wissen Sie, wo er denn dann hingegangen ist, nachdem er hier aufgehört hat? Er wollte nach Koh Samui in ein Kloster gehen, um als Mönch zu leben. Nach Koh Samui? Ja, ja. Wissen Sie, in welches Kloster? Nein, keine Ahnung. Aber es gibt sonst niemanden hier mehr, der ihn kennen könnte oder noch irgendwelche anderen Informationen, die mir weiterhelfen könnten? Nein, das ist schon so lange her und ich habe seitdem keinen Kontakt mehr zu ihm. Okay.
Koh Samui, der meint schon die Urlaubsinsel Koh Samui, ja? Die Insel Koh Samui, ja. Okay, alles klar. Okay, ganz herzlichen Dank. Das war eine sehr wichtige Information für mich. Kopfung Ka. Ja, Kopfung Ka. Tja, die Information, dass Saknarin früher schon mal als Mönch gelebt hat, ist nicht neu für mich. Aber es könnte sein, dass er jetzt anscheinend wieder ins Kloster gegangen ist. Und zwar nach Koh Samui. Diesen neuen Hinweis muss ich erst einmal sacken lassen. Ich kann nur hoffen, dass der ehemalige Kollege sich richtig erinnert. 2 Tage später auf Koh Samui. Unsere Recherchen bei den ansässigen Klöstern der Insel haben sich im Vorfeld als sehr schwierig erwiesen. Wir hoffen, vor Ort mehr Erfolg zu haben und sind kurz entschlossen auf die gut eine Flugstunde entfernte Insel geflogen. Hast du mit dem Fahrer die Route der ganzen Tempel besprochen vorab? Ja. Sehr gut. Das ist einiges, oder, was wir vorhaben? Das sind ein paar Tempel, ja. Okay. Auf Koh Samui gibt es weit verstreut über 30 Tempel, die wir alle einzeln abfahren wollen. Es wird bestimmt nicht leicht, Saknarin hier zu finden. Aber ich habe Bozara mein Versprechen gegeben, ihren Vater zu suchen. Und dieses Versprechen werde ich halten. Da hinten? Ah. Ja. Da hinten sind auch noch welche. Da sind noch welche, genau. Sag ihnen, dass wir ihre Hilfe brauchen. Guten Tag, vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Wir suchen diesen Mann auf dem Foto hier. Sein Name ist Saknarin. Er soll auf Koh Samui in einem Kloster gewesen sein. Kommt er Ihnen bekannt vor? Tut mir leid, den habe ich noch nie gesehen. Kommt er aus Surat oder Koh Samui? Er hat ihn noch nie gesehen. Okay. Er fragt, wo er her ist. Das weiß ich leider nicht. Ich habe nur die Information, dass er nach Koh Samui gegangen sein soll, um ins Kloster zu gehen. Wissen Sie, in welchen Tempel? Nein, deswegen fahren wir alle Tempel ab, in der Hoffnung, dass sich irgendjemand erinnert. Man müsste erst mal wissen, ob er ein Wald- oder ein Stadtmönch gewesen ist. Wir haben nur wenig Informationen. Das ist ein altes Bild, was seine Tochter hat. Er ist jetzt, müsste er 43 sein, Anfang 40. Ich habe ihn noch nie gesehen und der Name sagt mir auch nichts. Mir wird mehr und mehr bewusst, dass es eine sehr schwierige und schweißtreibende Suche auf dieser paradiesischen Insel wird. Aber ich nutze trotzdem jede Gelegenheit, um mehr über die thailändische Kultur zu erfahren. Ich habe leider zu wenig Ahnung vom Buddhismus. Was ist der Unterschied zwischen diesem sanft aussehenden und diesem lachenden? Also ist das ist aber alles ein Glaube. Ja, aber das sind verschiedene Charaktere in der Geschichte. Also das ist zum Beispiel nicht der Buddha, den wir kennen, sondern es ist ein anderer Mönch. Was bedeutet diese dicke Figur im Buddhismus? Also dieser Mönch war früher, bevor er so dick geworden ist, dünn und gut aussehend. Ja. Und damit die Frauen ihn dann nicht so begehren, hat er sich gewünscht, dick zu werden, damit die Gefühle von den Frauen nicht so stark sein können. Und plopp, war er dick. Und zufrieden. Und happy. Okay. Sieht man. Oh, da kommt ein Mönch. Können wir ihn fragen? Das können wir mal versuchen, ja. Sawatika. Ja, lopap. Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Der Mönch auf diesem Foto heißt Saknarin. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein, tut mir leid. Hat er noch nie gesehen. Okay. Kopfung Ka. Kann man da was spenden? Ja. Also eine Gabe machen? Man kann das dann da rein spenden, ja. Vielleicht bringt es uns ja Glück. So. Gut. Auf zum nächsten Tempel. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir bei der Suche respektvoll und umsichtig vorgehen. In einigen Tempeln sind Kameras unerwünscht und Sebastian fragt sich allein durch. Und? Der Mönch hat sich das Foto angeschaut, hat kurz überlegt, aber er ist zu der Entscheidung gekommen, dass er den nicht kennt. Ah, okay. Deswegen
Leider nicht. Leider nichts. Dann fahren wir zum nächsten Tempel. Schauen wir mal. Ja. Bei unserer nächsten Befragung kommen wir ebenfalls keinen Schritt weiter. Aber der Mönch des Klosters hat eine kleine Überraschung für uns parat. Ah, good luck. Okay. Mit Segen geht's weiter. Doch auch die guten Wünsche des Mönchs bringen zumindest momentan keine neuen Erfolge. Niemand kennt Saknarin. Der Tag neigt sich dem Ende zu und wir entscheiden uns, noch einen letzten Tempel anzusteuern, bevor wir Feierabend machen. Hier ist jetzt gerade niemand, ne? Ja, die Mönche, die beten gerade. Ah ja, ich höre es. Genau, vielleicht sollte man sie lieber nicht stören. Nee, um Gottes Willen. Und wir warten, bis sie fertig sind. Vielleicht kommen sie dann hier runter, ja. Na, wir sitzen jetzt auf. Wartet ihr auch? Oh, da tut sich was. Ich glaube, da kommt jetzt jemand raus. Ja. Ich komme aus Deutschland und suche jemanden, der mal im Kloster war. Saknarin. Wir kommen aus Deutschland und suchen diesen Mann auf dem Foto. Sein Name ist Saknarin. Saknarin. Ein Moment. Wir suchen diesen Mann hier. Sein Name ist Saknarin. Die suchen einen Mönch namens Saknarin. Warum suchen sie ihn? Das ist ein altes Foto von ihm. Warum suchen Sie ihn? I'm from Germany. Ich komme aus Deutschland und ich möchte eine Familie zusammenführen. And I know that dieser Mann soll nach Koh Samui gekommen sein, um hier in einem Kloster als Mönch zu leben. Den habe ich hier noch nie gesehen. No. Kennt jemand anderes ihn? Nein. Das Foto muss aber schon recht alt sein. Das stimmt. Er müsste jetzt 43 sein. Sind Sie sicher, dass er jetzt noch Mönch ist? Das bin ich nicht, aber ich versuche es trotzdem. Ich habe ihn noch nie gesehen. Okay. Danke, sehr gut. Auf Wiedersehen. Also, bisher konnte sich hier auf Koh Samui in den Tempeln niemand an Saknarin erinnern. Es war ein langer, heißer und anstrengender Tag und es wird auch schon dunkel jetzt. Aber wir bleiben dran.